Wie beeinflusst die Art, wie ich mich selbst und meine Lebensweise sehe, meine Wahrnehmung der Welt? Die letzten 3 Jahre widmete ich mich dem Schreiben und Illustrieren eines Buches über mich selbst und vielleicht über jeden von uns. Es handelt von Geschichten, die ich in mir trage und die mit meinen Erlebnissen verbunden sind. Und es handelt von meiner Fähigkeit, mit Leichtigkeit zu leben. Eine Erfahrung, die wir alle zu teilen scheinen, ist das Gefühl, äußere Umstände würden unser Leben kontrollieren. Sie bestimmen, wann ich glücklich bin oder mich ängstlich oder traurig oder wütend fühle. Wie oft ertappe ich mich beim Warten? Warten darauf, dass etwas passiert. Warten auf die Liebe oder auf den Moment, in dem ich mein Leben voll und ganz leben kann. Was muss passieren, damit ich jetzt beginnen kann, all die Dinge, die ich habe, zu genießen? Was wünsche ich mir aus tiefstem Herzen? Es gab eine Zeit, in der ich all das hatte, in der ich spontan und kraftvoll lebte, ob ich nun liebte oder hasste oder mich fürchtete. Ich lebte im Jetzt. Dieses Buch ist eine Entdeckungsreise zu den Orten, von denen wir kommen und zu denen wir gehen. Und es erzählt, wer wir auf dieser Reise sein möchten.